Ja, das war auch Erlington. Joey, lass die Kamera stehen. Weißt du, an der Stelle, wo ja Phoenix gesagt hat, es kann nur einer gewesen sein, der dieses Hexenwerk vollbracht hat, da habe ich echt kurzzeitig gedacht, dass er Sophie damit meint und dann auf einmal fängt die an zu reden. Das war merkwürdig für mich. Nein, das kann nicht wahr sein. Er würde so etwas doch niemals tun. Außerdem, ich bin ein Junge. Ein richtiger Junge. Meine Nase wird auch nicht mehr länger, wenn ich lüge. Büh. Sag nur etwas anderes. Ja, lüg du Sau. Pinocchio. Pinocchio. Oh, da muss man nicht mal viel ändern dran. Schön. Sophie. Phoenix. Sophie. Phoenix. Jonathan Frakes. Ich kenne Jean. Er zeigte stets großen Respekt für seinen Meister, Herrn de Victoire. Jean hat ihn nicht umgebracht, ich bin mir da sicher. Jean Erlingtons, seid ihr wirklich derjenige, für den man euch hält? Nicht, dass ich wüsste. In diesem Prozess gibt es noch zu viele unbekannte Faktoren. Ah! Ah! Da ist ja Luke! Ich. Ende. Joey beißt mich gerade! Finish him! Beziehungsweise mein Bild! Ach so! Ich habe ja meine Kamera an und ich habe auch so ein Vorschaubild links, wo man mich sieht und da bewege ich mich auch und das hat er die ganze Zeit so gespannt beobachtet und auf einmal so. In den Bildschirm gebissen. Es tut mir schrecklich leid, Fräulein Meier. Was ich getan habe, ist unverzeihlich. Nichts ist unverzeihlich. Toyota. Was redest du da, Luke? Du hast nichts anderes getan, als vor Gericht auszusagen, was du gesehen hast. Aber, ich hatte ihnen vertrauen sollen. Joey! Hey! Hey! Jetzt gib doch mal Frieden! Was ist denn da? Das ist dein eigener Schwanz, du Dummbatz! That's what she said! That's what she said! Mach das woanders, nicht hier! That's what she said. Nicht, wenn alle zuschauen. That's what she said. Hey. Oh. Ich beobachte gespannt. Du sollst weiterlesen. Great. Now let's get back to the game. Naja, jetzt vertraust du uns doch, oder? Nicht, dass ich wüsste. Hey, Mauszeiger da weg. Entschuldigung. Fräulein Maya. Auf jeden Fall verdanken wir es dir, Luke, dass wir an diese neuen Informationen gelangen konnten. Jetzt ist mal gut! Verdankst du es mir? Ja, ich versuche hier gerade meine Kamera zu sichern. Zu retten. Ja. Jetzt hör doch mal auf! That's what she said. Jetzt schiebt er ständig meine Halterung hier wieder weg. Mit der ich die Kamera fest fixiere. Fixiere ihn doch mal fest. Ja, gleich fixiere ich dich wirklich, Joey. Gleich fix... Ach so, übrigens, genau, dein... ich glaube, du hast fixiert gesagt, aber da kam leider nicht das ganze Wort an. Ich hab nicht fixiert gesagt. Ah, okay. Gleich. Ja. Na klar. Du hast Cookie aussagen lassen, das war eine großartige Idee.
Ich wünschte, ich könnte auch mit Tieren sprechen. Wünschst du dir das auch, Sophie? Sie kann auch mit Tieren. Ich kann nur mit Toten sprechen. Oh. Also, oh, Sophie. Das ist Mensch. Ja auch nur... Moment. Was wäre, wenn... wenn Maya und Luke... Oh mein Gott. Man stelle sich vor, Luke wäre älter. Und hätte mit Maya ein Kind. Das könnte... Man könnte mit Tieren reden. Ja. Was ist passiert, du armer Fuchs? Mich hat ein Auto angefahren. Oh Mann. Das muss doof ja, sein, mit toten Tieren zu reden. Genau. Dann haben wir aber wenigstens jemanden für Bambis Mutter. Joey. Okay. Was wünscht sich denn Sophie? Oh ja, ich würde mich so gern mit Nora unterhalten. Also Luke, wirst du uns beibringen, wie das geht? Bitte, bitte, au! Juhu! Aua! Bitte, bitte, Mann. Au! Bitte, bitte, au! Geht's aber los? Bitte, bitte, bitte! ja klar, ich kann es zumindest versuchen. Hurra! Das ist jetzt aber ein Versprechen, oder? Möchtest du sie jetzt etwa so wie Sissy, Lissy oder was auch immer sprechen? Franz! Mach mal! Hurra! Wieso drückst du eigentlich die ganze Zeit weiter? Versehentlich. Ich hab keine Ahnung, was da stand. Herr Wright. Oder okay. Herr Wright. Also mit Fragezeichen. Herr Wright? Ja, was gibt's, Luke? Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich mich nun von nun an Ihnen anschließe? Von nun an Ihnen anschließe? An Sie anschließe? Na klar, hier ist meine Steckdose frei. Luke, zur Gerichtsakt hinzugefügt! Badum. Juhu! Badum. Juhu! Überhaupt nicht. Ja. Ich habe während des Prozesses geschlafen. Und geträumt. Und dann realisiert, dass in dieser komischen Stadt sogar das, was wir mit eigenen Augen sehen, nicht unbedingt real sein muss. Nein, es kann auch Penny oder Netto oder Kaufland sein. Ich auch dran gedacht. Und deshalb gebe ich noch nicht auf. Der Professor, er weiß, er wird zurückkehren. Und ich weiß es auch. Wir können ihn nicht einfach aufgeben. Weißt du, genau darüber habe ich auch nachgedacht. Und jetzt wird auf einmal Leighton entgoldet und ist wieder da und hilft allen. Echt? Nein, natürlich nicht. Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, dass er wieder auftaucht, wenn wir in Schwierigkeiten geraten und uns hilft. Oh. Genau, dann spricht Maya mit ihm, weil sie kann ja mit Toten reden. Und dann sieht sie auch aus wie Leighton, so wie sie auch aussah wie Mia, als sie zu Mia ja, wurde. Stimmt. Ja. Ich meine, wir reden hier von Professor Leighton. Ist ja auch merkwürdig. Ich meine, nur weil man die Stimme oder weil man einen Toten verkörpert, dass dann plötzlich die Brüste um 3 Nummern anwachsen. Oder um 10. Ich kenne mich da nicht so aus. Aha! Komisch, das gleiche habe ich auch gerade gedacht. Das könnte ein Hinweis sein. Genau! In der Tat. Und erinnere dich an die Worte des Professors. Oh, weißt du was? Wegen dem Scham, der im Boden versinkt. Ja, also den Scham im Boden versinken zu lassen, ist wirklich eine schlimme Sache. In der Tat, weil es dazu beiträgt, die Wachstumsphasen der Haarwurzeln zu verlängern. Tatsächlich. Ja. Hast du dich schon an die Worte des Professors erinnert? Ja. Köstritzer Schwarzbier. Außer
hinter dem. Seine wichtigsten Worte waren natürlich: Aber ich will nicht weg! Oh Mann. Und die, aber welche waren denn nun die Professor-Worte? Kleine Hündchen. Das Internet. Oh, weißt du was? Hätten wir gestern aufgenommen, dann hätten wir es eventuell geschafft, wenn du nicht so, weiß ich nicht, noch was anderes zu tun gehabt hättest. Da hätten wir aufnehmen können, und zwar am Dienstag um 20.15 Uhr. Aber heute ist Mittwoch. Ich hab's leider nicht gehört. Am Dienstag um 20.15 Uhr. Ah, ich dachte es mir gerade auch, ja. Ja. Wir schaffen das mal an einem Dienstag um 20.15 Uhr aufzunehmen und gleichzeitig dann auch diesen Sound zu spielen. Im Zweifel gibt es auch die Wiederholung. Das Internet. Hat ja solche Möglichkeiten. Ja, genau. Nichts. Nichts ist unmöglich. Das Internet. Was waren denn nur die Worte? Die Worte des Professors. Sie war's! Weißt du, warum der Professor Gold ist? Magnesiummangel. Oh, ich glaube, wenn er irgendwann entgoldet sein sollte, werden sollte, dann hat er bestimmt auf einmal Wadenkrämpfe und Verspannungen. Oh, das ist der totale Schwachsinn, Mann. Nein, das ist Layton. Okay, weiter. Jonathan Frakes. Ist es nicht. Wende dich in Zukunft. Der Zukunft zu. Schau immer auf die Sonnenseite. Hems. Ich glaube, es war nicht der Professor, der diese Worte gesagt hat. Sondern? Laborchef Dr. Klink. In der Tat. In der Tat. In der Tat. Machst du den Bobby? Verteidiger, Angeklagte. Jonathan Frakes. Laborchef Dr. Klink. Und wer noch? Haben wir noch einen Namen? Kleine Hühnchen. Die müssen auch mit ins Gericht. Und? Das ist der totale Schwachsinn, Mann. Oh Mann. Ah, einer fehlt! Ja! Wer ist es? Das ist der Mario! Mach den Marius! Ja, mach den Marius! Oh, da gibt's so eine bescheuerte Verarsche-Seite. Arche Internet. Oder Internets. Arche Internets. Das ist so eine Verarsche-Seite von irgendeiner religiösen Fanatikergruppe, die nur pur deutsche Begriffe benutzt, zum Beispiel, und sich gegen solches Satanswerk wie Computerspiele ausspricht. Uiuiui. Ja, und da gibt es zum Beispiel ein Spiel, über das sie reden, das nennen sie dort Töfter Marius. Was? Töfter Marius. Töfter Marius? Ja. Gott. Naja. Unglaublich. Ja. Die Pause ist vorbei. Achso, ja, stimmt. Die Pause ist vorüber. Ich kehrt in den Gerichtssaal zurück. Kehrt in den Gerichtssaal. Bing, bing, bing. Dann mal los. Zeit, diesen Prozess zu Ende zu bringen. Oh, ich hab was für Sie, Herr Wright. Oh. Hier, nehmen Sie das. Vielleicht können Sie dem Professor etwas... im Prozess. Ja. Was lese ich heute wieder für eine Scheiße? Keine Ahnung. Vielleicht können Sie im Prozess etwas damit anfangen. Wobei, das war jetzt schwuler, als ich sein sollte. Ja. Ein Brief, hm? Mal sehen, wer ihn geschrieben hat. Moment mal! Moment mal! Da sind einige Pergamentseiten drin, aber sie sind alle leer! Dammer. Leer, Dammer, Pergamentkäse. Der Professor und ich haben ihn gefunden, als wir auf dem Weg zum Schöpfer waren. Wer ist denn der Schöpfer? Das ist der Mario! Nein, ich dachte eigentlich, der Schöpfer wäre... Jonathan Frakes. Stimmt, der war's ja, der hat ja auch die Stimme. Oh Mann. Danke, Luke. Je mehr Informationen wir haben, desto besser. Jetzt haben wir so viele Soundclips von Detlef Bierstedt und der Schöpfer kam nicht mehr vor. Kacke. Naja, das kommt noch.
Gern geschehen. Ende.